Willkommen zurück, Leute. Im letzten Part haben wir Isaac und die anderen ins Team mitgenommen. Und ich habe herausgefunden, dass man die hier verschieben kann. Aber was mir das bringt, weiß ich noch nicht. Wir könnten mal gucken, ob wir für die vielleicht Waffen oder so kriegen, aber anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir zu dem Ding, was man zu uns gesagt hat. Wo ist das? Wo ist das? Oh Mann. Kann ich hier vielleicht meine neuen Synergien? Was mache ich hier mit so vielen neuen? Was glaubst du, wohin sie wollen? Wir haben wirklich hart an eurem Schiff gearbeitet. Ich will sehen, wie sich die Früchte unserer Arbeit in die Lüfte schwingen. Du nicht auch, Kumpel? Oh ja, und wie ich das will. Also los, Beeilung. Wir möchten sehen, wie dieses Boot fliegt. Okay, danke. Wer von euch konnte Telekinese? Du konntest es doch. Und jetzt? Zyklon? Oh. Hallo. Das wird cool. Kleiner Süßer. Güde. Angriff mit Raumverzerrung. Wie ich die Djinns übrigens verteilen will, entscheide ich nachher. Wenn die Menschen zusammenarbeiten, reicht meist schon ein wenig spirituelle Kraft, um Radikula zu vollbringen. Ich habe hier auf dich gewartet, Felix. Zieh dir dein Schiff an. Jetzt, da euch Flügel geschenkt wurden, werden alle Hindernisse für immer verschwinden. Doch es sind nicht die Flügel allein, die eurem Schiff die Kraft verleihen zu fliegen. Synergie ist die Kraft, welche die Flügel der Animus antreibt. Wenn das Schiff fliegen soll, müsst ihr eure Gedanken vereinen und fokussieren. Ihr habt doch vor kurzem das Schamanendorf besucht, oder? Es ist jetzt an der Zeit, die Kraft, die ihr dort erhalten habt, einzusetzen. Jetzt nutzt die Kraft des Luftkissens, um euer Schiff von der Schwerkraft zu befreien. Anfangs solltet ihr das Schiff nicht allzu hoch oder allzu weit bewegen. Es wird auch nicht ganz einfach sein, aber damit war sicherlich zu rechnen. Immerhin ist dies euer erster Flug. Doch euer Auftrag sollte nicht mehr von euch verlangen. Und jetzt habt Vertrauen und setzt die Segel. Ganz Contigo sieht euch zu. Zeigt eure Macht und lasst euer Boot fliegen. Hey, wartet! Meister Hammett hat gebeten, dass ich dies Isaac geben soll. Es tut mir wirklich leid, ich hatte es wirklich vollkommen vergessen. Nun, dann solltest du dich besser beeilen. Ich soll dies Isaac überbringen. Ich komme doch nicht etwa zu spät, oder? Auf dem Weg hierher habe ich in Carlisle einen Zwischenstopp eingelegt, um mit Meister Hammett zu sprechen. Er war sehr aufgebracht darüber, dass ihr ihn nicht mehr besucht habt. Er wollte euch noch seinen Dank ausdrücken. Daher hat er mich gebeten, dies nach Ateca mitzunehmen. Dies ist ein Dankeschön von Meister Hammett. Bitte nehmt es an. Gold! Was ist das? Jenna! Hau ab aus meiner Gruppe! Weg! Hä? Mir fehlt irgendjemand. Jenna,
Ach so. Ninja Nugget hört ja an meinen Kopf. Ups. Jedenfalls hat Erin das. Zeig. Was ist denn du das her? Erz von großem Wert schmiedbar. Ich glaube, wir sollten nach Yharlam gehen. Wir haben viel, das wir schmieden können. Okay. Felix, wollen wir schon abreisen? Ja, was willst du noch hier? Wie kann ich denn jetzt fliegen? Wir haben es geschafft. Das Schiff ist anstandslos abgehoben. Ja, aber sollte es nicht vielleicht etwas höher fliegen? Hammer sagte uns, dass wir anfangs nicht höher fliegen sollten. Zumindest nicht, bevor wir uns mit dem Luftkissen besser vertraut sind. Mal sehen, wie weit wir das Ding ausreizen können. Cosma, was ist los? Du siehst nicht glücklich aus. Erinnert ihr euch daran, dass ich euch auf Idejima gesagt habe? Ich hätte meine eigene Gründe für diese Reise. Du warst so verschlossen, wirst du es uns jetzt sagen? Du ziehst es vor zu schweigen? Gut, dann musst du es uns nicht sagen, wenn du noch nicht dazu bereit bist. Ich dachte, dass ich am Jupiter-Leuchtturm erfahren würde, wer ich bin. Ich erinnere mich daran, wie die Leute in Lalivero erzählt haben, dass Cosma vom Himmel fiel. Mein ganzes Leben lang suche ich nach der Antwort. Wo werde ich geboren und warum wurde ich verstoßen? Du wusstest, dass Felix irgendwann den Jupiter-Leuchtturm erreichen würde, daher bist du mit ihm gegangen. Doch du hast keine Antwort gefunden, nicht wahr, Cosma? Es tut mir leid, Cosma. Ich war so aufgebracht darüber, Contigo gefunden zu haben, dass ich deine Gefühle nicht bedacht habe. Was? Warum denn sind denn jetzt alle plötzlich so bedrückt? Ach, Geralt, ich hab dich vermisst. Pharan hat Cosma wie seine eigene Tochter aufgezogen. Er hat sich seit dem Tag, an dem er sie gefunden hat, um sie gekümmert. Ja, das ist wahr, aber... Aber du kannst dich selbst niemals als seine wahre Tochter fühlen. Geht es darum? Geralt! Das war ja nun wirklich nicht besonders feinfühlig. Nein, er hat recht. Ich an ihrer Stelle würde auch gerne meine wirklichen Eltern kennenlernen. Egal, wie fürsorglich Pharan gewesen sein mag. So denkst du also? Wäre ich an deiner Stelle, würde mich das wirklich nicht weiter kümmern. Cosma, du kannst das nicht wissen, aber du und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Was meinst du damit? Nun, es ist nicht genau die gleiche Situation, aber... Ich wurde in einem sehr armen Dorf geboren. Meine Erinnerungen sind verschleiert, aber an manches kann ich mich erinnern. Ich war erst 4, als Barbie mich unter seine Fittiche nahm. Selbst als ich noch sehr jung war, war ich doch überaus intelligent. Barbie hatte von mir gehört. Und Barbie brachte dich nach Tolby, wo du erzogen wurdest, um ein Gelehrter zu werden. Ich wurde schon so früh von meinen Eltern getrennt. Ich habe niemals den Trost einer wahren Familie erfahren. Pharan war für mich immer wie ein Vater. Ich hatte sicher sehr großes Glück. Das könnte man sagen. Vielen Dank, Raiden. Jetzt fühle ich mich besser. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wir sollten jetzt besser gehen. Beeilen wir uns, Felix. Okay, beeilen wir uns, Felix. Beeilen wir uns, Felix. Wow, ho, ho, ho. Yeah. Ich will hier hin. Wow, wow, yeah. Ich fliege. Ich kann fliegen. Hier ist das Ende der Welt. Wow, yeah, woo, ich kann fliegen. Ich kann einfach an Land fliegen. Egal. Hallo. Ach so. Aber... Status Chin verteidigen, Chin. Synergie. Drücke die L- oder R-Taste, um den Charakter zu...
Ja, aber kann ich während des Kampfes nicht die Charaktere wechseln? Egal, ich will die eh nicht wechseln. Ich will nur die Djinns austauschen. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Hier ist ein Haus. SW Ateca Island, Südwest. Hi. Das Meer westlich von hier stürzt über einen gewaltigen Wasserfall. Wer dies gesehen hat, weiß erst die Erhabenheit der Natur zu schätzen. Hi. Westlich von hier befindet sich absolut nichts mehr. Außerdem ist es dort sehr gefährlich. Ihr solltet nicht dorthin gehen. Oh, ich sollte da also nicht hingehen. Naja, ich denke, ich gehe da mal hin. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe das Bedürfnis. Kann ich den ins Wasser schieben? Das scheint nicht richtig gewesen zu sein. Gehen wir nochmal. machen wir das einfach nochmal, okay? Vielleicht sollte ich mich erstmal umsehen. Ich kann den hier reinschmeißen. Ach so. Und wenn ich dann die Kiste reinschmeiße, dann... Wupp, wupp, wupp. Kann ich da unten drüber. Richtig. Richtig. Und was ist hier? Mach mal Telekinese. Isaac. Wow, wir haben unsere alten Fähigkeiten wieder. Ist das cool. Aber die bauen schon sehr darauf auf, dass man... Ich will da runter. Einfach so. Naja, gut. Dann halt nicht. Hi. Hi. So. Dann gucken wir doch mal darüber. Trup, 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 trup. Hopp, hopp, hopp. Noch eine Drachenhaut. Drachenhaut. Okay. Das war ja ein langweiliges Inselchen hier. Wir müssen übrigens noch zum Magmafelsen. Wir waren noch gar nicht bei Magmafelsen, fällt mir gerade auf. Wo will ich denn jetzt hin? Ich fliege. Ich fliege ins Schamanendorf. Wo ist das? Contigo. Da oben? Da oben fliege ich hin. Wow! Ist das eigentlich meine Synergie? Wie jetzt? Ich kann da nicht hin. Ich kann auch nicht auf den Fluss fliegen. Och nö. Hier kommen einfach keine Gegner. Ich kann über den Fluss fliegen. Ich kann fliegen, wohin ich will. Wo ist denn der Schamanendorf jetzt? Hier ist es nicht. Ich brauche die Karte. Rechts von mir. Wald. Ich kann fliegen. Ich komme da echt nur so hin, oder? Aber ist mir egal, ich will eigentlich eh nur in die Höhle. Kann ich aufsteigen? Denn da war doch noch ein Djinn, könnt ihr euch erinnern, den wir jetzt haben? Ich habe Isaac gefunden! Was? Wir haben nach dir gesucht, Isaac. Wer seid ihr denn? Mein Name ist Zatrage. Du hast mich in der letzten Runde von Colosso besiegt. Und ich bin Azeroth. Und vergiss nicht Navampa. Oh, ihr seid es. Begrüßt man denn so seine alten Freunde? Was ist euer Problem? Wir möchten mit dir über deinen Kampfstil bei Colosso sprechen. Ja, und wir glauben, du hättest nicht gewinnen dürfen, Isaac. Wir glauben, du hast nicht fair gekämpft.
Es scheint, als wärt ihr über die Tatsache verärgert, dass Isaac gewonnen hat. Wir haben darüber nachgedacht. Auf keinen Fall hätte Isaac gewinnen dürfen. Aber sicher doch. Ihr glaubt also, ich habe geschummelt, nur weil ich bei Colosso meine Psynergie angewendet habe? Ich weiß nicht, wie oder was du damals getan hast. Jedenfalls glaube ich aber, dass du uns alle betrogen hast. Aber Psynergie ist eine Fertigkeit des Kriegers. Sie hat den gleichen Stellenwert wie eure Schwertkünste. Das ist kein Betrug. Hörst du etwa nicht zu, alter Mann? Dieser Kampf war eine Farce. Und wir sind hier, um es euch heimzuzahlen. Ach, da kann ich wechseln. Ich wechsle aber nicht. Das habt ihr euch wohl so gedacht. Ich kämpfe mit meinen Lieblingskämpfern. Das können wir eigentlich machen. So. So, jetzt kümmern wir euch. Jungs, um euch. 12 Schaden, 8 Schaden, 6 Schaden. Wie stark seid ihr denn nun? Ich geh einfach auf den mittleren los. Pow! 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 Ja, ihr haltet schon gut was aus, aber nicht so viel. War's schon tot? Bam, 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 bam. Nirvana! So. Diese Leute waren phänomenal. Wer von euch hat gesagt, sie hätten Colosso nicht fair gewonnen? Ich war das nicht, aber ich glaube, du und Navampa haben etwas derartiges behauptet. Dann glaubt ihr also nicht mehr, dass unser Sieg bei Colosso ein abgekartetes Spiel war? Niemals, Isaac. Wir geben zu, dass wir völlig falsch lagen. Wir versprechen, dass wir deinen Namen nie wieder in den Schmutz ziehen werden. Auch werden wir dich nie wieder einen Betrüger nennen. Kannst du uns vergeben? Ja. Du bist doch gar kein so übler Kerl. Du bist hier, weil du nach Schätzen suchen willst, oder? Ja, das war eine Kiste, die wir gefunden haben. Du warst so gütig, uns zu verzeihen. Daher wollen wir das hier überlassen. Gut, tja, dann sollten wir vielleicht besser gehen. Wenn das nächste Colosso ansteht, werden wir stark genug sein, um zu gewinnen. Vielleicht trifft man sich ja dort. Was ist das denn? Lebenswasser? Goldenes Hemd. Zeig mal, Erin. Oh. Oh. Was, du hast auch schon alles voll? Oh Mann. Naja, gut, ich will den Gin haben. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier lang können. Ja, können wir. Mehr will ich hier, glaube ich, gar nicht. Außer den Stein wieder runterlassen vielleicht. Ganz wieder runter. Geh runter. Hä, wie dumm.
Schwebt er jetzt für immer? Bringt mir das denn? Gar nichts. Komm, einfach nur damit es perfekt ist, heben wir den auch noch hoch. Ich frag mich gerade, ob das irgendeinen Sinn hat, was ich da gerade versuche. Ich hab's verbockt! Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Ich darf nicht diesen Stein hochheben. Gut, oder? Was ist noch an? Hallo. Verstehe. Ich muss den kleinen Scheißer aufhalten. Mit nach mehr Psynergie! Und zwar muss ich den hier hochheben. Oh Mann. Da 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 da. Und den da auch hochheben. Tja, Kleiner, jetzt hast du verschissen. Jetzt kommst du nämlich nicht mehr weg. Ha, ha, ha. Tja, blöd gelaufen, was? Ach ja. Ach ja, Flut. Was passiert eigentlich, wenn jetzt einer stirbt? Gerade. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Was wir da machen, weiß ich noch nicht.